Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine neue Unregelmäßigkeit bei Annalena Baerbock, die Grünen weit zurückwerfen kann und wahrscheinlich auch sehr weit zurückwerfen wird. Es geht um das Promotionsstipendium. Annalena Baerbock möchte es nochmal prüfen lassen. Der Hintergrund ist, dass Annalena Baerbock zwischen 2009 und 2012 insgesamt 39 Monate ein Promotionsstipendium erhalten hat, ihre Promotion aber nicht abgeschlossen hat. Sie hat insgesamt 40.000 Euro erhalten. Die Heinrich-Böll-Stiftung, von der sie das Stipendium erhalten hat, soll den Vorgang nun noch einmal prüfen. Das Problem für Baerbock und die Grünen ist, dass natürlich jeder weiß, dass wenn sie jetzt keine Kanzlerkandidatin geworden wäre, es natürlich nicht überprüft worden wäre. Und allem Anschein nach wirkt es so, dass die Sprecherin diesen Vorgang irgendwie schönreden will. Baerbock lässt es prüfen, aber sehr wahrscheinlich, das war dann schon alles in Ordnung. Sie hat nur ehrenamtlich als Politikerin gearbeitet. Sie hat eine Aufwandsentschädigung bekommen. Erst 224 Euro, dann 2012 400 Euro. Und dann, als sie dann vollerwerbstätig war, dann hat sie auch kein Stipendium mehr erhalten. Aber was ist die eigentliche Katastrophe? Es erhält ja nicht jeder Doktorand ein Stipendium. Und es war ja nur nicht so, dass die Doktorarbeit keine gute Doktorarbeit geworden wäre, sondern sie hat sie gar nicht beendet. Das heißt, sie hat 40.000 Euro Stipendium erhalten für nichts, für im Endeffekt gar nichts. Und natürlich jeder weiß, das war ja auch schon Thema bei ihrem Buch, sie als Politikerin, sie hat viel zu tun. Und dann ist natürlich, der Verdacht liegt natürlich nahe, sie hat das Ganze, diese Promotion und das Stipendium, das hat sie nur genommen, weil sie es halt nehmen kann. Aber sie hatte schon lange nicht mehr vor, die Promotion zu beenden. Sondern sie hat das laufen lassen, um das Geld zu nehmen. Der Eindruck erweckt sich. Natürlich sagt jetzt die Sprecherin, sie wäre ihren Pflichten als Doktorandin nachgekommen und hätte also mit der Heinrich-Böll-Stiftung, hätte sie sich also regelmäßig, wäre sie in Kontakt gewesen und dann wahrscheinlich dann sozusagen legt sie vor, was sie gemacht hat und dann sagt die Stiftung, ja, schön, weitermachen. Und jetzt kommt der nächste Schritt und jetzt mache ich das und das. Aber wie glaubwürdig wirkt das? Ich promoviere selbst und kann sagen, in welchem Konflikt ich stehe mit meinem YouTube-Kanal dazu. Weil dieser Kanal, der erfordert auch meine volle geistige Aufmerksamkeit. Das erfordert die Promotion aber auch. Und beides nebeneinander, das ist sehr schwierig. Das haben vielleicht einige gemerkt, ich habe immer eine Woche lang Videos gemacht und eine Woche lang dann wieder nichts gemacht. Und das geht nicht anders, weil ich mich nicht geistig in beide Sachen vertiefen kann. Vernünftig. Also es wird dann halt nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern ich kann entweder nur das eine oder das andere. Wenn man sich jetzt überlegt, dass Baerbock Grünen-Vorsitzende in Brandenburg war, also aus meiner Sicht, es wirkt schon sehr unwahrscheinlich, dass sie geistig eigentlich voll bei der Promotion war und die Politik so nebenbei gemacht hat. Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Und das können sich wahrscheinlich auch die meisten nicht vorstellen, die in dem Bereich arbeiten, also die auch promoviert haben. Weil sie wissen ja auch, wie das ist. Je nachdem, wie sehr sie sich geistig mit der Promotion beschäftigen. Aber normalerweise ist das schon, muss man sich damit schon geistig beschäftigen. Also da kann man dann irgendeinen Job machen, aber halt einen Job, bei dem man nicht denken muss. Der einen nicht beschäftigt. Aber bei der Politik ist es natürlich so, diese strategischen Entscheidungen, das beschäftigt einen natürlich ganz stark. Und es ist jetzt so, es ist bei Baerbock wieder kein Einzelfall, sondern es ist jetzt das Dritte. Der Lebenslauf, das Buch. Und jetzt das Stipendium und wahrscheinlich die wenigsten werden glauben, dass Baerbock sich ehrlich bemüht hat, die Promotion abzuschließen. Weil sie ja auch schon bei ihrem Buch überall kopiert hat. Also diese Kombination, das Buch mit den kopierten Stellen und jetzt die abgebrochene Promotion, es hinterlässt keinen guten Eindruck. Und vor allen Dingen nicht bei den Grünen. Weil die Grünen ja so den Anspruch haben, die Grünen erheben ja den Zeigefinger ganz hoch. Und beschuldigen die anderen ganz stark für unmoralisches Verhalten. Und es ist so, dass wenn man andere für unmoralisches Verhalten maßregelt, dann sagt man automatisch, man selbst ist besser. Das vermittelt man ganz stark damit. Das tun die ganzen Altparteien, wissend, dass das der Effekt ist, auch mit der AfD. Dass sie die AfD beschimpfen, dadurch wirken sie sauber. Weil es ist intuitiv, regt man sich nur über Sachen auf, die man selbst anders macht.
Dadurch aber ist jetzt der Effekt für die Grünen wirklich schlimm, weil es gibt ja viele Doktoranden, die kein Stipendium erhalten haben. Und was macht das für einen Eindruck, dass diese grünnahe Stiftung jetzt Baerbock ein Stipendium gibt und das aufrechterhält und Baerbock beendet die Promotion nicht? Das ist wirklich, ja, also im Grunde 40.000 Euro versenkt, kann man sagen. Und ja, es wirkt so simpel gestrickt, so dass das Geld eigentlich bei den Grünen spielt ja Geld keine Rolle. Sie würden auch umsonst alles machen. Sie leben von der Luft und der Liebe. So hat man bei den Grünen das Gefühl. Das vermitteln sie so. Und dass jetzt so simpel sich Baerbock das Geld holt, dieses Stipendium aufrechterhält, wo sie wahrscheinlich schon lange nicht mehr planen, die Promotion zu beenden, das ist wirklich ein Fiasko. Und für die Grünen ist natürlich ein Fiasko, dass sie aufgestellt haben. Lanz und die Öffentlich-Rechtlichen stärken jetzt massiv wie eh und je das Grün-Narrativ von der Klimakatastrophe. Das heißt, sie machen dieses Narrativ so stark, dass die Leute eigentlich gar keine Alternative haben zu den Grünen. Bei Lanz, bei der letzten Lanz-Sendung, wurde die CDU auch richtig schlecht gemacht dafür, dass ihr Programm nicht weit genug gehe, dass ihr Programm bei der Klimapolitik unglaubwürdig sei. So kam es rüber. Und jetzt kann man gespannt sein, wie stark das wirkt. Man darf die Stärke des Narrativs nicht unterschätzen. Wahrscheinlich viele Leute sagen jetzt immer noch, ja gut, mit Baerbock, das ist ja natürlich blöd, sie ist wirklich so eine kleine Schummlerin sozusagen. Aber ja, die Sache ist so wichtig und so gut und die Grünen sind die einzigen, die wirklich was fürs Klima tun, Klimaschutz betreiben, was auch so ein Fehlbegriff ist. Und die anderen, die CDU, die sagen das nur so, die machen es jetzt halt so ein bisschen mit, weil die Grünen Druck machen. Und deswegen sind die Grünen die beste Partei. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber trotzdem ist natürlich jetzt das Potenzial da, dass die Leute die Grünen hinterfragen. Wenn so Leute so hochkommen, die so, ja, so simpel arbeiten, so simpel gestrickt sind. So wie es ja dem grünen Narrativ gar nicht entspricht. Wahrscheinlich, wenn man vor den ganzen Vorfällen die Leute gefragt hätte, wie sie Baerbock einschätzen, wahrscheinlich hätten alle gesagt, das würden sie niemals glauben von Baerbock. Das würden sie von den Grünen und von Baerbock, das würden sie niemals erwarten. Weil nicht nur die Grünen selbst, sondern auch die Medien stellen ja die Grünen als extrem moralisch dar. Es wird sich zeigen, wie sehr die Leute weiter dem Mediennarrativ folgen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Und was ihr denkt, wie viel Prozent die Grünen bei der Bundestagswahl bekommen und darüber hinaus. Macht's gut.